Apple-Chef Tim Cook gibt US-Präsident Donald Trump eine Werksführung in Texas. Hatte der Apple-Boss in der Vergangenheit Trump immer wieder wegen seiner Politik öffentlich kritisiert, treffen sich beide inzwischen regelmäßig zum Dinner. Damit ist Cook nicht der einzige Spitzenmanager aus dem Silicon Valley, der sich dem Präsidenten annähert. Einst eigentlich den US-Demokraten verbunden, versuchen sich neben Apple auch die Milliardenkonzerne Facebook und Google bei Trump einzuschmeicheln. Nur Amazon, der Konzern von Jeff Bezos, macht nicht mit. Als einziger Tech-Gigant hält das Unternehmen deutlichen Abstand zu Trump. Und auch der Präsident ist auf den Online-Händler nicht gut zu sprechen. So missfällt ihm die kritische Berichterstattung der Washington Post. Und die gehört Amazon-Gründer Jeff Bezos.